wir gehen ja meistens sehr unbewusst durch Stadträume, durch die Städte, gerade wenn wir sie kennen. Und das Game ist natürlich ein Mittel, damit die Leute diese Stadträume bewusster wahrnehmen, nicht zuletzt, weil sie nach Ausweichmöglichkeiten suchen. Und das ist sicher eine Ebene, dass man versucht, einfach ihnen zu zeigen, ja, schaut mal an, wo ihr eigentlich seid und versucht zu verstehen, was das für Unterschiede sind. Also es gibt natürlich in der Renaissance sehr schöne Arkaden, wo man sehr gut ausweichen kann. Es gibt ein Niederdorf mit Nischen und es gibt dann Räume der Moderne, wo hingegen absolut keine Ausweichmöglichkeit ist, wo es sehr monoton ist. Ich meine, die Verdichtung ist etwas absolut Notwendiges, vor allem aus einer Nachhaltigkeitsperspektive. Aber diese Corona-Krise hat natürlich schon gezeigt, dass man auch andere Faktoren noch berücksichtigen muss. Aber es ist auf jeden Fall nicht etwas, was man jetzt aufgeben muss aufgrund dieser Krise, sondern es ist etwas, was man einfach vielleicht neu überdenken muss, aber weiterhin ganz, ganz wichtig ist. Ich bin ein großer Spieler seit Kindheit. Ich bin in Italien aufgewachsen. Ich kann mich noch sehr gut an die Arcades erinnern, wo ich sehr viel Geld verbraten habe. Mich interessiert aber vor allem eben diese Mechanik hinter den Spielen. Also wenn ich ein Spiel spiele, dann spiele ich es immer so, dass ich versuche zu verstehen, welche Regeln dahinter sind. Das ist so ein bisschen mein Reiz beim Spielen. Für Nicht-Programmierer ist es natürlich immer so ein bisschen eine Welt, die man nicht kennt. Und wir hatten ja Unterstützung von einem Student der ZDK, der Game Design studiert. Und der hat das eigentlich wirklich großartig gemacht und ist auch auf unsere Wünsche eingegangen. Wir selber haben einfache Programmierung-Etappen gemacht, die er uns vorbereitet hat. Das heißt, wir hatten wie so Bausteine, die man einsetzen konnte. Und insofern war es einfacher als vermutet. Ich denke, es hat ungefähr 3 Monate gedauert. Wir haben aber bewusst von Anfang an eine gewisse Einfachheit angestrebt. Also man hätte das Ganze noch viel komplizierter machen können. Aber wir wollten wirklich, dass wir das über die Sommerferien machen können. Wir haben im Spiel einen Fragebogen gelinkt und wir hoffen, dass möglichst viele Spieler auch auf diese Fragebogen antworten werden. Es ist für uns auch sehr spannend zu sehen, eben welche Levels jetzt tatsächlich als dicht wahrgenommen werden, welche nicht und ob sie tatsächlich Stress auslösen. Ich glaube, das ist jetzt eher auf eine soziale Ebene als auf eine Wahrnehmungsebene, dass dieser Stress wirkt.